Heute besprechen wir die geheime Eigenschaft für Topnoten in der Schule. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und auf dem Weg zu diesem Traumabiturschnitt gibt es eine Eigenschaft, die so einen großen Einfluss hat, über die aber wirklich fast niemand spricht. Nein, es ist nicht Konzentration, es ist nicht Disziplin, es geht nicht darum, wie viel du lernst, es geht nicht darum, welchen Kontakt du zu deinen Lehrern hast. Es geht auch nicht darum, wie schlau du bist. Nichts davon. Nichts von diesen Sachen, wo man die ganze Zeit Sachen hört, ja, das, was natürlich auch super wichtig ist, aber es gibt noch eine ganz andere Eigenschaft, die so unfassbar entscheidend ist. Und die verrate ich dir jetzt. Und zwar ist diese Eigenschaft Selbstvertrauen. Wirkliches, ernstes, nicht aufgesetztes Selbstvertrauen. Wo du wirklich von dir selbst überzeugt bist, wo du wirklich an dich selbst glaubst. Denn wenn du das wirklich in dir selbst verankerst und das Ganze auch verkörperst, dann wird das deine ganze Leistung in zwei Elementen extrem entscheidend beeinflussen. Und zwar zum einen in deiner Wirkung nach außen, in deinem Auftreten, und zum anderen von deinem inneren Mindgame, das bedeutet von deiner Mentalität. Gehen wir also zum ersten Mal zu deinem Auftreten. Dein Auftreten ist natürlich vor allem dann wichtig, wenn du beispielsweise ein Referat hältst, wenn du abgefragt wirst in anderen mündlichen Prüfungen, wenn du dich in der Schule im Unterricht einfach nur meldest, um eine gute Mitarbeitsnote zu bekommen. Immer dann ist dein Auftritt extrem wichtig, weil wir werden so ein bisschen so erzogen oder denken auch allgemein so in der Gesellschaft, ja, Inhalt ist gleich Inhalt, und es ist einfach nicht so. Viele beschweren sich, oh, aber ich melde mich doch genauso oft, oder wir sagen noch gleich schlaue Sachen. Das mag auch stimmen, aber wir Menschen funktionieren immer über Emotionen. Und Emotionen sind immer übertragbar. Das bedeutet, die Emotionen, die du nach außen gibst, nehmen andere auch in Bezug auf dich wahr. Das bedeutet, wenn du ein Referat hältst und du bist wirklich bis in jede Zelle deines Körpers davon überzeugt, dass das ein 15-Punkte-Referat ist, dann wirst du dieses Referat auch so halten, dass der Lehrer dir am Ende die 15 Punkte gibt. Wenn du aber wirklich unfassbar viel Recherche gemacht hast, du hast ein richtig geiles Referat, aber trotzdem tief in dir glaubst du, ja, reicht glaube ich trotzdem nicht, und dann bist du ein bisschen zögerlich, du versprichst dich vielleicht mal, dann wirst du niemals diese 15 Punkte bekommen. So ist es einfach. So ist es einfach. Da kann man sagen, oh, das sollte anders sein, das sollte objektiver sein, aber so ist es nicht nur in der Schule, so ist es im gesamten Leben. Und wie du auf der anderen Person wirkst, hängt natürlich von vielen verschiedenen Faktoren ab. Das kann zum einen deine Kleidung sein, das kann deine Körpersprache sein, das kann deine Betonung sein, alles Mögliche. Aber darüber will ich mir nicht mal so viel Gedanken machen. Das könnt ihr euch zusätzlich auch in noch vielen anderen verschiedenen Videos, beispielsweise Redefabrik ist da ja ein sehr, sehr guter YouTube-Channel. Das ist auch, damit könnt ihr euch auch gerne beschäftigen. Aber wenn du diese Eigenschaft von Selbstvertrauen wirklich tief in dir verankerst, dann wirst du die meisten Dinge davon sowieso richtig machen, beziehungsweise sogar noch auf eine viel authentischere Art. Weil du merkst einer Person an, unabhängig davon, ob die noch nie was von Rhetorik gehört hat oder schon 100.000 Rhetorikkurse besucht hat, du merkst dieser Person an, ob sie jetzt gerade in diesem Moment an sich glaubt oder nicht. Und basierend auf dieser Wahrnehmung wird beispielsweise der Lehrer dir auch eine Note geben, weil du denkst dir ja, du kannst ja, es sind so viele Faktoren, die in so ein Referat reinzählen. Das schafft auch kein Mensch, die alle so fair über alle anderen Leute, die auch vortragen, dann noch fair zu bewerten. Sondern vielmehr nimmt man als Mensch einfach so ein gewisses Gefühl auf von, bei welcher Note habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich dieser Person gebe. Und das wird meistens natürlich darüber entschieden, wie du eben auftrittst. Und jetzt noch der zweite, mindestens genauso wichtige Punkt, deine Mentalität. Wenn du wirklich Selbstvertrauen hast, dann wird sich deine gesamte Mentalität ändern. Deswegen versuch auch immer wieder, dein Selbstvertrauen zu steigern. Denn diese Mentalität, dieses Abiturathleten-Mindset, wird so unfassbar wichtig in der Oberstufe, in so vielen Phasen. Die Leute vom letzten Jahr können das bestätigen. Wenn du allein, wie gerade schon beim ersten Punkt mit dem Auftreten, natürlich immer dann, wenn du vor der Klasse sprichst, das ist super wichtig. Wenn du da kein Selbstvertrauen in dir verankert hast, dann wirst du das einfach nicht so überzeugend rüberbringen, und genauso wirst du dich weniger trauen, dich zu melden, was extrem deine Noten beeinflussen wird. Genauso gilt natürlich auch bei einer Lernvorbereitung. Vielleicht hast du mal irgendeinen Klausurtermin versemmelt oder so und hast auf einmal nur noch 2 Tage.
auch da ist Selbstvertrauen mega wichtig, weil du dir im Kopf nicht ausrastest, oh fuck, ich hätte das alles besser machen müssen und keine Ahnung, sondern sagst dir, I don't give a fuck. I don't give a fuck. Es ist mir egal, ob ich 2 Wochen oder 2 Tage Vorbereitung habe. Ich glaube an mich, dass ich immer das Beste rausholen werde. Und auch wenn ich vielleicht in 2 Tagen nicht mehr die 15 Punkte schaffe, glaube ich trotzdem an mich, dass ich 13 Punkte schaffen kann. Oder was auch immer dein jeweiliges Ziel ist. Aber auch in so einer Situation ist Selbstvertrauen mega wichtig. Selbst wenn das mit niemand anderem was zu tun hat. Deine Mentalität, dein Glaube an dich selbst beeinflusst dich so unfassbar dermaßen. Und deswegen, bitte. Versuch dein Selbstvertrauen zu steigern in so vielen kleinen Schritten. Ich kann dazu auch gerne nochmal extra ein Video machen, wie du dein Selbstvertrauen in der Oberstufe steigerst. Aber es ist so wichtig. Es ist so unfassbar wichtig. Genauso auch bei deiner Zielsetzung. Was hast du denn für ein Ziel für die Oberstufe vorgenommen? Was ist dein Traumabiturschnitt, von dem wir die ganze Zeit sprechen? Was ist da dein Ziel? Und auch da ist Selbstvertrauen extrem entscheidend, weil die meisten haben ein so viel größeres Potenzial, als was sie aktuell in sich selbst sehen. Und wenn du aber sagst, ey, ich habe das Selbstvertrauen, auch wenn ich jetzt bisher nur so im schlechten Zweierbereich war, ich glaube an mich, dass ich ein besseres Abi als 1,3 machen kann. Whatever. Whatever. Wenn du das Selbstvertrauen hast, wirst du dir auch die entsprechenden Ziele setzen. Und wenn du die entsprechenden Ziele setzt, wirst du diesen Weg auch meistern. Er wird schwerer, aber du wirst es packen. Und deswegen, das ist wieder der eine Grund, warum ich am Ende von jedem Video sage, ich glaube an dich. Jesus, bitte mach's auch. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.